Ja, Jay Crowder schreibt, die Hornets haben uns heute echt, haben uns heute überrascht. Chris, ihr wart echt gut, aber nächstes Mal gewinnen wir. Jay Crowder ist jetzt Fan. Haha, habt ihr gesehen, wie Dirk von den Hornets heute rangenommen wurde? Krasser Show, Chris. Tolles Ende im Spiel zwischen den Mavericks und den Hornets. Chris sagt, der Sieg wäre nie in Gefahr gewesen, sah für mich nicht so aus. Mann, Chris, ihr macht es gerne spannend, was? Ich hab dauernd auf den Neckbreaker von den Mavericks gewartet, aber er kam nicht, zum Glück. Das Hornets-Spiel war heute der Wahnsinn, Chris. Als es am Ende darauf ankam, war die hellwach gut gemacht. So. Das sagen sie so. So, Entschuldigung. Ja. Ich fand's ähnlich, ja. Wollte mal kurz in die Conference-Tabelle gucken. Wir sind immer noch da. Aber Brooklyn hat Gott sei Dank verloren und wir haben gewonnen. Das heißt, ein Sieg für uns und Brooklyn und für Brooklyn eine Niederlage und wir sind gleich. Nee, wir sind besser. Wir sind in den Playoffs. Das heißt, wir sollten auf jeden Fall jetzt noch ein paar Spiele gewinnen. Wir haben ja noch ein paar Spiele. Attribute. 852. Ich glaube, ich würde lieber einen Boost einsetzen. Obwohl, ich weiß es nicht. Hier Inside Scorer vielleicht. Ja, Inside Scorer ist zu teuer. Zu teuer. Wieso zu teuer? 850 Spielmacher, das wäre natürlich was. Das wäre natürlich krass. Ja, das tun wir mal auf Stufe 5, stehen Spielmacher. Meine Ausdauer ist bei 80. Was haben wir denn hier so? Meine Ballkontrolle ist bei... Okay, interessant, okay. Interessant. Teaminteresse, mal gucken, aber hat sich was verändert? Miami Heat, 21%. Krasse Scheiße. Die San Antonio Spurs haben auch Interesse. Alles klar. Ja, Cleveland bei 16, aber hier Miami bei 21 läuft. Dann machen wir das nächste Spiel, würde ich sagen. Los geht's. Gegen Chicago. Spiel starten. Gucken, was jetzt kommt. Wir spielen, haben dann mal gucken, ob Derrick Rose und Paul Gasol immer noch auch verletzt sind. Also jetzt bei OKC war es zum Beispiel, dass Durant da war. Westbrook habe ich jetzt nicht gesehen. War auch, glaube ich, verletzt, Westbrook. Aber Durant war da und Durant ist momentan verletzt. Also geht es wahrscheinlich nicht nach den echten Sachen. Nach den aktuellen Sachen. Das heißt, Derrick Rose wird wahrscheinlich spielen und Paul Gasol wahrscheinlich auch. Also momentan, jetzt wo ich es aufnehme, ist Paul Gasol und Derrick Rose verletzt, beziehungsweise können einfach nicht spielen. Mal gucken, wie es jetzt läuft. Jo, Jungs, wir müssen das gewinnen. Die Chicago Bulls. Derrick Rose spielt also. Paul Gasol spielt ebenfalls. Also, okay, dann natürlich haben wir noch Joakim Noah, Jimmy Butler. Ja, und Dan Levy natürlich auch. Die ersten Punkte für die Chicago Bulls und dann überspringen wir mal das ganze, den ganzen Shit.
Ja, dann machen wir unser Ding. Noch 2 Minuten 25 zu spielen. Und wir kommen rein. Derrick Rose, das wird natürlich krass. Back to Rose. Just 5 to shoot. Hands the 12-footer. Das ist natürlich, aber wir führen gegen Derrick Rose auch noch. Was hat denn der so? Okay, Perimeter ist ja ziemlich krass, Zone ist ziemlich krass, Spielmacher ist auch gut. Wo er schlecht ist in der Defense ist Zone und Blocken kann er auch nicht gut stehlen, geht bei ihm. Post Offense ist er schlecht. Okay, alles klar. Gerald Henderson, he's checked in for Michael Kidd-Gilchrist. And it's Doc in for Walker. Charlotte in the lead. Derrick Rose, born and raised on the south side of Chicago, now playing for his hometown Bull. Even became a partner in... Sehr gut, erstmal 2 Punkte machen. Wenn schon der gute alte Derrick Rose nicht zur Stelle ist und mich gerade am Decken ist, dann erstmal schnelle Punkte machen. Aber ich habe Angst vor seiner Offense. With his smooth low post repertoire and mid-range shooting touch, he can put up points in a hurry. He said they'll try to egal. Simson. Schön. Kevin will see if they can force him into a tough night. Great. Thanks for the report, Doris. Also eindeutiges Foul von Jimmy Butler. Wenn der noch reingegangen wäre, dann wäre alles krass gewesen. Ja, dann wäre Stevenson ein Gott gewesen. Stevenson, the all-time leading scorer in the history of high school basketball in New York State. That's something when you consider the great players who came before. Wichtig, wichtig. At the top of that list says a lot about his high school career. He actually led Lincoln High School to an unprecedented 4 straight city basketball championships. There's a reason his nickname is Born Ready. Catching up on the changes for Chicago. Miritich comes in for Joakim Noah. And Brooks subbed in for Derrick Rose. Da wurde ich. Was für eine Scheiße. Here's Gibson. Ach, schade. Da wollte ich versuchen, noch Team Defense zu machen, zu stören in irgendeiner Weise, nicht zu blocken, weil Blocken. Ja, komm, Cody, mach's nicht spannend. Mach's nicht zu spannend, genau, Cody. Brooks kicks to Heinrich. Brooks zu Heinrich. Gibson in the post. He's guarded by Stevenson. Miritich uses the glass. Oh Gott. And they're beginning to fall apart a little bit defensively, especially inside. Well, that's 4 straight buckets now at the rim. But for Lance, you know, he fell into the right situation in Indiana. A team that was patient, worked with him to help develop his talent. Paul George is in that starring role there for the Pacers for the foreseeable future. And I think Lance perhaps wanted to move on to Charlotte to see how he can handle being the main guy on the team. 3 seconds separate the shot clock and game clock. And Gibson kicks to Brooks. Just 4 to shoot. Let's it go from deep. Brooks can't get that one to fall. Zumindest führen wir nach dem ersten Viertel mit einem Punkt, aber immerhin. Ja. Überspringen wir das einfach alles. Denn das braucht ja niemand. So, Aaron Brooks ist wieder mein Gegner, aber ich fange direkt an in der zweiten. Oh, das ist sehr, sehr lieb. They've done a nice job, Steve. I think challenging every shot, a hand up on every shot. And a chance here presented by Gatorade to see who's on the floor, all fueled up and ready to go for the start of the second quarter. And Charlotte looking at who they've got. At the 3, MKG and Cody Zeller at the 4. Doc is out there with Gary Neal. And it's Jefferson in at the center, locking down the middle. Aaron Brooks. In wirklich, in Realität aktuell, Aaron Brooks tut ja den guten alten Chicago Bulls ja ganz gut. Vor allem jetzt, da der Rose ja verletzt ist, macht er eigentlich ein ganz ordentliches Spiel.
Hornets leading by three. Neal's shot is off. The Bulls shooting 32% overall right now, not one of their better showings. Brooks outside. Dann Levy zu Pau Gasol. Den dürfen wir davon jetzt nicht einfach so rumstehen lassen. Okay, das war auch easy für Dan Levy. Okay, und ich bin wieder draußen. Zur Halbzeit führen wir mit 11 Punkten. Easy, Jungs. Kevin, I'm here with Coach Tom Thibodeau. And Coach, what's your analysis of that first half of basketball, and how do you want to adjust during the second half? Well, I think we stayed patient. We started doing a better job defensively, and then we got the ball moving a little bit. We got to get the move their defense around and get their size out of the lane and then look to attack. But I like to see us run and get some easy baskets. Coach, thanks for the time. Gentlemen, back to you. Thank you, Doris, and we'll be right. Ja, wir springen das einfach mal, gehen direkt in die Halbzeitansprache. Okay, guys, solid play so far. I like what I'm seeing. But just a few things to talk about before the second half. Number one, we've done really well in limiting our turnovers. The last thing we want to do is give them extra possessions, and so far, we haven't. We were able to make an impact with our low post offense. Let's continue to exploit those good mismatches in the paint. And as soon as this quarter starts, we need to dedicate a lot of energy to working the offensive glass. I don't think they're going to be able to hold us down if we really hit the boards hard. All right, everybody got it? Now let's get out there and tack some points onto that lead and make it a mountain that's too high for them to climb. Welcome back, everybody. Third quarter just about to get going here in what has been so far. Kommen wir mal Kemba Walker zu, was macht Anfang des dritten Viertels. That was fun watching him in the first half. Just Kid Gilchrist auf Stevenson. Der täuscht erstmal an. Auch Kid Gilchrist, der auf Al Jefferson. D. Rose und Jimmy Butler, the backcourt. Inside at the 4 and 5 are sehr schön. And it's Dunleavy in at the 3. So that's the five in the game for Chicago. Bulls trail by 13. Echt, echt schön. Al Jefferson 6'10", over 280 pounds. Dann fahren wir einfach mal fort. Let's go. You're in. Hey, about time. Man, about time. Wir laufen ganz geschmeidig erstmal hier hin, als gerade Lance Stevenson. Well, Kevin, we all know that Lance Stevenson is fearless, and as far as he's concerned, that's but hat Kid Gilchrist auf Lance Stevenson, auf Walker. Und Walker verliert den Ball gegen Derrick Rose. Derrick Rose. He's a New York player. They play that kind of confidence. Guys? Thanks, Doris. That confidence has certainly served him well. Rose kicks the butt. Shot clock at 5. Ich würde Kemba Walker, ich würde vielleicht einen Tick rangehen. Ey, da hätte man ruhig noch einen Fastbreak laufen können, aber gut. Okay, ich werde eingewechselt als Point Guard gegen auch noch Derrick Rose, die guten Alten. Deflects the pass. Here's Stevenson. And that one. Das war so geplant. Mein Gedanke war das. Dass Stevenson den dann bekommt, das war natürlich sowas von geplant. Das ist doch klar. Yes. Erstmal den Ball wieder geholt, Freunde. The Bulls third. Kevin, that's been a nice run lately. They're making a strong effort on the board, and it's working and paying dividends for them. Second half here. We're just over 3.5 minutes into it. Doc the pass to Stevenson. 6 to shoot. And that one hits back iron.
You'd expect him to nail that one, being that close to the hoop. Butler goes in. Outside Rose. They set the pick. Pass to Noah. Back to Rose. Shot to end this cold run. And the layup is good. Nah. Rose has got 8 points. Guys, he's shot a very good percentage today, and they've needed it. Hornets leading by 11. Pulls it from the elbow. No good from Doc. Oh, God. A shot that he sometimes struggles with, but you can't fault him for taking it when the defense backs off like that. Well, the Bobcats then, now Hornets, might have been a little bit late to the analytics movement, but that's going on in the NBA all over the place, and they're full-time on it now. Yeah, they're all so over it. Last season, they had a half dozen of their staff devoted to analytics. Okay, wir sollten wieder punkten. For Charlotte, they've gone 4-7 to get things started here in the second half. Here's the screen. And the officials... Yeah, and one! Shot. The bucket's good. He'll go to the line. Sehr gut. Sehr gut, das Foul gezogen. Going with an almost entirely new group. Mirotić has checked in. Okay. Gibson comes in for Pau Gasol. Kirk Heinrich, he's checked in. Scheiße. Etwas früh. Etwas zu spät war das. Brooks. For Charlotte. Cody Zeller's checked in for Vonleh. Henderson comes in for Kid Gilchrist. And Gary Neal subbed in. Da werde ich hier voll weggecheckt. And Heinrich gets it to go. The second he got around the pick and shook his man, it was straight to the bucket for the easy dude. Very, very well done. 46 seconds left in the third quarter. Here's oh Gott. Wichtig, wichtige Punkte. Kriegt zwar keine Assist für, aber scheiß drauf. Guys, good job working it down low and getting the high percentage look there. That's good basketball. Brooks outside. Butler sets a screen for Brooks. Gibson the screen. Mirotić has a Mirotić, der kann werfen. Natürlich mies. Mirotić has got his second bucket of the game to go. Hornets leading by 9. Shot and game clock separated by 5. They grabbed their own miss. Jefferson's shot is off. They grabbed their own miss. Sehr schlechte Wurfauswahl habe ich noch bekommen. 7-10 on their field goal attempts here in the third. Here is Doc. Brooks covering. Wide open look. And a big yes. Off the rim, but it sinks right in. Wichtig, wichtig. Und 11 Punkte Unterschied und kein Wurf für Jimmy Butler möglich. Sehr gut. It's Charlotte up 11 from the United Center in Chicago. Back in a moment. And a moment here to look back at our State Farm assist of the game. Well, no question. Assist of the game. Going to be the winner. Just take a look at the expertise he shows on this pass. Perfectly timed and beautiful. Gott. Okay. Naja, es war doch ein ganz ordentlicher Pass. Ich fluch nicht mehr darum. Nur eigenes Erfinden. Ich denke, es gibt einige bessere. Nicht unbedingt von mir, aber generell. 5 Punkte. Haben wir bisher keinen Punkt gemacht, seit das vierte Viertel begonnen hat. Stevenson. Jetzt sind wir auf Kemba Walker. Vonleh auf Stevenson. Auf Kemba Walker. Kid Gilchrist and Vonleh at the forwards. Walker runs the point. Oh. Stevenson flanking him. And it's alles andere als gut. In at the center position. He has yet to get into the flow of this game. His teammates have done their part, but they need him to kick his game. Okay, gegen Derrick Rose auch noch. Läuft bei mir. 8 Punkte habe ich momentan. I was able to catch the message Tom Thibodeau was giving to his team. They've been getting torched with all these shots from long range, and he simply said, we can't lose track of their shooters, guys. We're overhelping inside, and it's leaving them wide open. Can they make the adjustment, guys? Dunleavy dishes to Gasol. And that one's on target. Ekelhaft, ekelhaft. Start hitting a few of those mid-range shots, and it can open up your whole game. Hornets leading by 3. Here is Doc. To the inside. Oh Gott. Gott sei Dank.
Here is Doc. Clock at 4. There's the pick. Charlotte needs to get a shot. Was für ein Pass durch die Beine und dann zu Vonleh und dann kann er leider nicht machen ohne er kann kein End One Leiter machen. Mein Pass, krasse Scheiße. Ach, aber einen musst du machen. Okay, ich habe auch nicht immer alle gemacht. With the ball. Now guarded by Doc. Fast break now for Charlotte. And the dunk by Boah, mein erster Lob! Mein erster Alley-oop. That's what you call early offense. Early offense. And here is Butler. Noah with a screen on Stevenson. Butler wo bin ich? Shot off the pick. And he can't bank that one in. Charlotte leading by 5. We've played just over 3.5 minutes now in the fourth quarter. Doc the pass to Stevenson. And it's Kid Gilchrist penetrating. And fouled hard. Foul gezogen von Rose. Sehr gut. Hätte ja nicht geschafft gegen Paul Gasol wahrscheinlich. Sehr gut, Freiwurf verwandelt, erster. Und der zweite ist ebenfalls drin. Sehr gut, 2 von 2 Freiwurf verwandelt. Ich muss mich nur noch ein bisschen daran gewöhnen. Ja, okay, wenn Gasol da das nicht, den nicht gemacht hätte, dann frage ich mich, ist Gasol noch irgendwas wert? Aber gut. Gegen Rose mal wieder. Komm hier, Spiel. Spiel nicht zu mir. Dein Spiel halt nicht mehr, weißt du? Dann mach halt dein eigenes Game und treff wenigstens. Edge auch 10 Punkte, aber dafür 7 Rebounds im Gegensatz zu mir. Und ich werde weiter drin gelassen. 149 left in the fourth quarter. Ich werde die ganze Zeit die weggeschubst. Mit eigenen Kameraden. He feeds it to Gasol. Dishes it to Noah. Can't connect from short range. It's been a real difficult game for him offensively, and it's costly. Den Block, Vonleh. In the corner, it's Kid Gilchrist. With the shot. And he didn't get quite enough. Schlechte Wurfauswahl. Danke, Freunde. It's going to take something special, maybe a miracle, for them to come back right now. How about a little luck? Boah, da war der eigentlich schon vorbei. Glück für mich, dass er nochmal gepasst hat. Money, ja. Das war wichtig. Here is Doc. He's covered by Rose. Stevenson passes to Doc. Wow, way off on that. Yeah, that's a low percentage shot right there. Yeah, it sure is. I mean, he's got to be thinking out there a little better. Make the pass in that situation. Don't force a bad shot. Okay. Ich bin ein wenig down. Well, they've been waiting to explode all game and they finally Komm bitte. Danke. Now 8 seconds separating the two clocks. Here's Vonleh. Vonleh, sehr gut, danke. Das ist meine Rettung. Wie die Auszeit genommen? There's 21 seconds left in the fourth quarter of this one, and it's Rose penetrating. Here's Noah. It's rebounded by Charlotte. 13 points was their biggest lead in the game.
Okay, also 5 Punkte momentan. Sechs. Sieben. And the lead now pretty healthy after that trip to the line. Rose kicks to Dunleavy. Oh, Gott sei Dank. Not the best shot. Long range and with a defender right in his space. Ah, schade. Vielleicht noch, hätte ich gerne noch ein Buzzerbeater gehabt. Aber wir gewinnen das Spiel. Sehr schön. Gegen die Chicago Bulls mit Derrick Rose und so. 10 Punkte habe ich gemacht. Ein Assist. Ordentlich mal wieder ordentliches Spiel, denke ich. Kriege ich da wieder als Bewertung. Aber sehr gut. That'll do it for now for Doris Burke, Steve Kerr, Clark Kellogg, and the rest of the 2K Sports crew. This is Kevin Harlan saying thanks for joining us. 12 Punkte habe ich gemacht. Ein Assist habe ich. 4 von 11. Ordentlich. Nichts Besonderes. Aber ich krieg Geld und das, beziehungsweise Virtual Currency. Und das ist wichtig. Damit ich schön aufleveln kann. Immer schön besser werde. Das ist extrem wichtig für mich. Für mein Spiel. Neue Plakette erhalten. Cool. Belohnungsübersicht. Neue Plakette. Du hast cool und abgezockt erhalten, weil du gezeigt hast, dass du extreme Negativserien verhindern kannst. Mit dieser Plakette bist du besser in der Lage, deine Konzentration das gesamte Spiel zu halten, ohne jemals völlig abzukühlen. Für diese Plakette gibt es keine Upgrades. Alles klar, sehr schön. Kann man gut gebrauchen. Dann, also jetzt auf jeden Fall wieder ein Sieg. Das ist gut. Wir sind in einer Zweiersiegesserie.